Beispielklasse ist ausgewählt, wird angezeigt. Ich gehe in die Funktion Dateien. Hier sehen Sie schon im Kopf, es ist analog. Und in Klassen gilt die Besonderheit, dass die Ordnerstruktur zu Beginn des Schuljahres zentral angelegt werden kann. Oder Sie geben in gewissen Aufgabenstellungen den Moderatoren, sprich den Klassenlehrern, die Aufgabe, diese Ordner anzulegen. Wir haben hier Biologie, Geschichte und Mathematik. In jedem Fachordner befindet sich ein Abgabeordner. Jawohl. Und wollen Sie jetzt Unterordner als Lehrkraft anlegen, dann öffnen Sie das entsprechende Fach und legen hier einen neuen Ordner an. Möchten Sie in einem Abgabeordner Unterordner anlegen, dann öffnen Sie den Abgabeordner und legen die Ordner an. Was ist jetzt das Besondere an einem Abgabeordner? Dazu schauen wir uns mal den Ordner Biologie an. Hier ist erstmal jetzt nichts Besonderes, doch es sind zwei Häkchen. Und zwar einmal Dateien herunterladen und ansehen und Dateien hochladen, erstellen und bearbeiten. Wenn ich diese beiden Häkchen einmal in dem Abgabeordner mir anschaue, dann sehen Sie, ist eines davon nicht gesetzt. Und zwar Dateien herunterladen und ansehen. Das bedeutet, der Schüler kann die Dateien hochladen, kann sie erstellen und bearbeiten. Und zwar nur der, der auch seine Datei hochschiebt, kann auch nur diese Datei bearbeiten. Ein Herunterladen, so nach dem Motto, wir warten mal, bis der Erste die Aufgabe hochgeladen hat und dann schauen wir uns mal an, was da gekommen ist, geht nicht, weil diese Datei kann also weder angesehen werden, noch heruntergeladen werden. Was meine ich jetzt mit der Aussage, das Wichtigste ist unten? Das gilt natürlich auch in den Dateien. Das schauen wir uns mal an, indem ich jetzt hier alle Dateien markiere. Und Sie sehen, das Wichtige wird nach unten gebracht. Ich könnte also diese drei Dateien kopieren, verschieben, per E-Mail versenden oder mit einem Schlag löschen. Das Ganze geht natürlich auch per eine. Also wenn ich nur eine Datei auswähle, kommen auch diese vier Punkte. Und je nachdem, wie viele Dateien hier drin liegen, kann also diese Fußzeile, diese Bearbeitungszeile auch noch weiter unten sein. Deshalb immer beachten, das Wichtige ist unten, wenn Sie also irgendeine Funktion suchen. Zum Abschluss dieses kleinen Rundgangs noch eine Betrachtung. Was passiert, wenn man also eine Datei falsch abgelegt hat? Also zum Beispiel, diese Datei gehört nicht in den Ordner Französisch, sondern woanders hin. Dann kann ich auf Auswählen, das ist wichtig, verschieben. Jetzt wird mir die gesamte Ordnerstruktur aufgemacht, die ich habe. Und hier oben im Ziel könnte ich jetzt also noch andere Sachen auswählen. Aber es geht ja darum, dass ich erstmal in meinem eigenen Verzeichnis in Privat etwas verschieben möchte. Dann wähle ich den Ordner aus und Datei verschieben. Hier ist meine PDF jetzt nicht mehr vorhanden. Ich habe sie in den Ordner Physik verschoben und hier haben wir sie wieder. Das Spiel kann man jetzt an sich unendlich weitertreiben. Ja, und jetzt kommt die Aussage oder die Frage, ja, und ich habe jetzt einen Ordner falsch angelegt, also einen falschen Unterordner. Kann ich Ordner von A nach B verschieben? Nein, das geht gar nicht. Einmal festgelegte Ordner können also nicht in andere Ordner verschoben oder kopiert werden. Sie sehen also, hier ist nichts vorhanden. Sie können auch freigeben, also hier ist nichts vorhanden. Ja, was mache ich jetzt?